Nach dem ersten Drittel haben wir ein 1-0 Führung, aber Straubing war die klar bessere Mannschaft. Und nach dem zweiten Drittel haben wir einfach wieder Scheibe einfach zu Tor gebracht und haben wir zwei Tore bekommen. Aber Straubing, wir haben Probleme eigentlich mit dem die ganze Saison. Super Mannschaft, die sind schnell, die sind immer am Scheibe. Die bringen die Scheibe zum Tor und in der Verteidigung, die blocken jeden Schuss. So es ist sehr hart, Tore zu schießen gegen dem. Und auf die andere Seite, die muss immer aufpassen auf mit der Geschwindigkeit. Und muss ich auch sagen, heute hatten wir ein paar Passengers dabei. Und das darf auch nicht sein. Wir brauchen alle 21 und ab nächstes Spiel brauchen wir 21 Spieler. Also schon die Kritik auch, dass der ein oder andere vielleicht nicht 100% bereit war für Spiel 1? Ja, 100%. Ich meine, wir haben 16 Minuten sehr gutes Eishockey gespielt. Wir haben mal wenig Chancen zugelassen, wenig Schüsse zugelassen. Dann wird uns ein Tor aberkannt und das ist so ein bisschen ein Momentum-Swing von uns gewesen. Und ja, die schießen drauf als 1-0 und dann ist es einfach schwer, dass du hier irgendwie ein bisschen an den Fuß fasst. Und ja, ich meine, wir haben sehr viele Chancen gehabt. Wir haben ein paar Mal an die Latte, ein paar Mal an den Pfosten geschossen. Die wollten halt heute nicht rein. Ein bisschen unglücklich. Ich meine, es war ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften. Bei uns war einfach nur ein bisschen, haben wir nur ein bisschen Pech gehabt. Aber wir nehmen auf jeden Fall das mit, was wir heute falsch gemacht haben. Das müssen wir besser machen am Mittwoch. Und ich denke, dann holen wir uns das zweite Spiel.